Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Spawner. Oh, ich muss diese ganze Scheiße, aber der Anfang liegt mich so auf in dieser Welt, gell? Dass man immer wieder diese Dinger hier besiegen muss. Will das Spiel mir sagen, dass ich mich an Geduld... dass ich Geduld lernen muss oder what? Sehr erfreut. Jetzt darf ich das nochmal machen. Drache, erwache! Petrus! Spyro, schön dich zu sehen, aber ich muss los. Es waren ziemlich tolle Tipps, die er uns gegeben. Oh, was ist denn da? Da geht's runter. Und jetzt, Leute. Ach, ich wusste schon immer, dass ich einen Ziehkopf habe. Los! Raus! Und hier... Wildnisflug. Ja! Das ist mein Ding. Ich liebe es. Let's go. Go, go, go. Sorry, Leute, ich war gerade da gerade drin. Ja! Wow, 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 wow. Drache, Drache, Drache. Okay, okay. Okay, auf was konzentrieren wir uns jetzt erstmal? Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Kiste, okay? Oh. Nein, ich wollte dich beenden. Wisst ihr was? Ich hab doch immer gut mit Controller gespielt. Zwar mit einem anderen Controller wie Xbox Controller, aber können wir das nochmal testen. Wie gut bin ich mit Controller bei dem Spiel? Beim Flug. Eigentlich sollte ich ja besser sein. Aber nicht, da die Steuerung nicht kenne, aber das finden wir, denke ich mal, schnell heraus. Okay. Ja gut. Die eine Kiste haben wir sehen. Ich krieg gleich einer zu viel. Ich krieg gleich wirklich einer zu viel. Und ich hab mich doch gefreut, dass ich fliegen muss. Oh. Will ich später wirklich noch Hogwarts Nest das hier aufnehmen? Ich glaube, das überspringe ich mal heute. Woo! Nein! Ah! Wir haben da ins Wasser getoucht. Habt ihr das gesehen? Touch, touch, touch. Ich hab doch hochgezogen! Wie auch soll ich denn ziehen? Die Steuerung ist Mist. Woo!
Bogen. Okay, es war kein schlechter Troll. Es war kein schlechter Troll. Das war ein schlechter Troll. Oh. Wow! Hallo Flugzeug! Ein Drache kommt! Und noch einer! Wir haben die Flugzeuge! Ich hab nicht gesagt, dass du da laufen sollst! Aber wir haben die Flugzeuge! Wir haben die Flugzeuge. Und jetzt auf 20. Also, so habe ich das nicht gemeint mit aufs Wasser, aber ist immer. Geht irgendwann ein anderes Drachenspiel und zeigt euch, dass ich fliegen kann. Warum? Warum landet er? Warum landet er? Ich verstehe die Logik von diesem kleinen Vieh nicht. Also Spyro, ich verstehe, dass du meistens so läufst. Wow, klar, ich... Mir fehlt noch einer. Hopp. Egal. Sollten uns irgendwann mal Edelsteine fehlen, wissen wir, wo wir sie herbekommen können. Ich habe darauf keine Lust mehr. Es raubt mir den letzten Nerv. Mann. Ich kann doch fliegen. Mann. Ich bin nicht drauf. Jetzt bin ich wirklich ein bisschen drauf. Ein Spiel tut mein König die Frage stellen. Und das gefällt mir gar nicht. Aber ich kann das normalerweise. Aua! Jetzt mobbt mich das Wildschwein noch. Okay. Wo geht's weiter? Ich bleibe jetzt einfach mit Controller drin, ist mir jetzt egal. Vielleicht bin ich ja damit wirklich besser. Metallkopf. Und da unten... Ah ne, das ist tatsächlich nur Wasser, okay. Ah, guck mal, wir können ausweichen. Und wie können wir... Wie
Wie können wir diesen Schlag da machen? Ah, okay. Kann ich da bitte hoch? Kann das mich bitte einfach hochlassen? Ich will nur da hoch, verdammter Mist! Ah, da auch lässt er mich. Das ist einfach unfair. Ich fühle mich nur noch gemobbt. Und was willst du nochmal von mir, damit du mich durchlässt? Mir tun die Drachen so leid, die noch im Kristall festsitzen. Ja, das stimmt. Vielleicht fühle ich mich besser, wenn du 50 Drachen rettest. Wie viel habe ich bis jetzt gerettet? Ich glaube, ich habe schon fast 50. Ich will aus dieser scheiß Welt raus. Ist mir scheißegal, ob ich schon alles erkundet habe. Ich mag den Zumpf nicht. Ich will nicht mehr den Zumpf. Komm her, du Bam! Wie viel habe ich denn schon gerettet? Rette 50. Wohin geht's, Spyro? Ja, ich glaube hier. Aber nicht, ich gerne hier bin, aber. Muss ich wohl. Hä, hey, was führt denn da hoch? Das war davor, war nicht da. Ah, jetzt habe ich so eine Art Checkpoint. Warte mal, da ist doch irgendwas. Warum kann ich da nicht rein? Das sieht echt original aus wie ein Tor. Hochlanddorf. Ah, meine Lieblingstypen da unten. Da geht's doch irgendwo rein. Bis dann noch da, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Und ciao, Leute. Von Leute.